Episode 3 Meine Motivation, deine Motivation. Herzlich willkommen zum Podcast, ich bin schlank, man sieht es nur noch nicht. Von und mit eurem Norbert Beck. Man sagt, er verbrennt Kalorien wie ein schneller Brüter und lacht noch dabei über sie. Man könnte fast Mitleid mit den Kalorien haben. Und hier ist er wieder, euer Norbert Beck. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, ich bin schlank, man sieht es nur noch nicht. Heute geht es um das Thema Motivation. Was ist eigentlich Motivation? Motivation ist das, was uns bewegt, irgendwie neue Pfade einzuschlagen, sei es denn abzunehmen, Sport zu treiben oder einfach gesünder zu leben. Ja, ist eigentlich relativ einfach, wie sich viele sagen werden. Ich nehme ab, weil mein Freund mich gerne 10 Kilo leichter haben sollte. Das sind sogenannte extrinsische Gründe, Gründe, die also von außen kommen. Nur allerdings ergibt sich hiermit auch ein Problem. Was, wenn dieser Freund mal irgendwann weg ist? Ich sage es mal so, Freundeskreise können sich ändern. Und dann? Man hat das Ziel noch nicht erreicht, warum sollte man das Ziel dann bis zum Ende weiter begehen? Der Freund ist ja weg, der Anreiz ist verloren. Ende der Legende oder wie? Kräftiger sind eigentlich die Gründe, die aus uns herauskommen, die sogenannten intrinsischen Gründe. Das könnte zum Beispiel sein, dass man selber erkannt hat, dass es so, wie es bisher gelaufen hat, nicht mehr weitergehen kann, weil man eben zum Beispiel durch das Übergewicht schon irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat und sagt, bevor es noch schlimmer wird, möchte ich meinem Körper irgendwas Positives tun. Das sind Gründe, die langanhaltend sind und die eben auch dafür geeignet sind, dass man sein Ziel erreicht. Man sollte allerdings bei den Zielen auch da sein, dass man realistisch ist. Natürlich, wenn ich jetzt mich selber sehe, ich habe als Ziel, dass ich irgendwann wieder Uhu bin. Also im Volksmund, dass ich wieder unter 100 Kilo wiege. Von diesem Ziel bin ich noch sehr weit entfernt. Gewiss, ist so. Aber ich weiß, dass es irgendwann passieren wird. Trotzdem, ich habe mir so gewisse Unterziele gesetzt, weil ich sage mal so, eine Abnahme von 30, 40, 50 oder mehr Kilo, das ist natürlich ein Riesenblock, den man da vor sich herschiebt. Und daran könnte man durchaus auch dran verzweifeln. Darum ist es wichtig, sich kleine Zwischenziele zu setzen. Eines meiner Zwischenziele ist zum Beispiel, dass ich sage, wenn ich deutlich unter 150 Kilo wiege, dass ich dann wieder anfange moderat mit Lauftraining. Jetzt könnte der ein oder andere sagen, bist du bekloppt, deine Gelenke. Ich kenne andere Leute, die das in ähnlichen Bereichen gemacht haben und die damit sehr gut klargekommen bin. Ich weiß, dass ich auch bis weit in diesem Bereich noch am Laufen war und sogar noch teilweise nach Plan trainiert habe und dass es für mich funktioniert hatte. Die andere Frage ist halt für mich, wie es denn bis dahin sein wird, ob bis dahin meine Pumpe richtig mitspielt und richtig alles eingestellt ist, ob mein Asthma richtig mitspielt. Aber es ist erstmal ein Ziel, was relativ nah ist und was ich weiß, dass ich es auf die eine oder andere Weise erreichen kann. Es nützt nichts, dass man sich utopische Ziele stellt, wie zum Beispiel, ich habe die letzten 5 Jahre auf der Couch gesessen und glaube dann, ich kann im Herbst beim Berlin-Marathon mitmachen. Gut, der ein oder andere wird es schaffen, aber wirklich realistisch und sinnvoll ist dies nicht. Nein, man muss dabei auf der Ebene der Tatsache bleiben und muss halt entsprechend sehen, dass man sich Ziele sucht, die auch erreichbar sind.
optimal ist natürlich, wenn man eine Mischung hat, wo die Gründe aus einem selber herauskommen und halt so als Komplementärgründe entsprechend die Gründe auch von außen damit übereinstimmen. Das kann einem für den Anfang einen größeren Schub geben, halt für sich entsprechend, dass man erfolgreicher, dass man motivierter an das Thema herangeht. Weil das größte Problem an Veränderungen sind immer die ersten paar Wochen, die man hat. Weil der Körper ist ein Gewohnheitstier, der möchte sich eigentlich gar nicht umstellen. Wenn ihr jetzt anfangt, irgendwo die Ernährung umzustellen und ihr habt wochenlang und monatelang, jahrelang immer schön brav Cola in euch reingemacht, geschüttet habt und brav zum Snickers gegriffen habt und so weiter und so fort, dann wird euch beim Vorbeigehen jede Flasche Cola, jede Packung Snickers wie das Leckerste auf der Welt vorkommen. Auch wenn ihr genau wisst, da sind die vielen Kalorien drinne versteckt, die der Körper angelagert hat und euch jetzt Tag für Tag auf der Waage zeigt, dass diese einfach zu viel sind. Ja, ich komme gleich. Danke fürs Hupen. Ja, das ist halt das Nachteil, wenn man kein richtiges Studio zum Aufzeichnen hat. Dann kommen auch schon mal Geräusche von außen. Schlimmer ist, ich bin hier an der Einflugschneise von einem Krankenhaus, da kann auch schon mal schnell ein Tatütata dazwischen erscheinen. Nur, das sind Sachen, die werde ich garantiert nicht mehr rausschneiden. Das sind halt das, was so ein bisschen die Realität spiegelt. Andere, die mal nehmen ihre Podcasts beim Laufen auf. Den Luxus habe ich im Moment noch nicht, wo wir wieder bei den Gründen und der Motivation sind. Ich sitze momentan noch bequem bei mir im Wohnzimmer und mache da eben meine Aufzeichnungen so, wie es eben immer passt. Ja, wieso will ich eigentlich abnehmen? Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Die will deine Gründe, irgendwo was zu ändern, die musst du für dich selber finden. Meine Gründe waren eigentlich relativ einfach. Nachdem meine Mutter verstorben war, hatte ich auf einmal sehr viel Zeit. Ich war es lange gewohnt, mich eigentlich um jemand anderen zu kümmern. Wenn ich morgens aufgestanden bin, da habe ich mir schon den Kopf darum gemacht, was muss alles gemacht werden? Welches Essen muss vorbereitet werden? Die Medikamente, die hingestellt werden mussten für meine Mutter und allen drum und dran. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich mich selber vernachlässigt habe. Im Nachhinein muss ich sagen, meine eigene Schuld. Die Kilos, die gekommen sind, die sind nicht irgendwo nachts in mich reingespritzt worden. Nein, ich habe entsprechend meinen Fokus verloren. Ich habe im Prinzip das Essen als Ausgleich für den vielen Frust genutzt, den ich Tag für Tag erlitten habe. Und eigentlich war es auch erst gewesen, nachdem meine Mutter nicht mehr da war, dass ich mir langsam bewusst wurde, wie sehr ich meinem Körper schade. Da habe ich auf einmal gespürt, dass zwischendurch irgendwo was mit dem Herz nicht ganz in Ordnung war. Ich kannte das von früher schon mal. Ich war schon mal für einige Zeit in einer Herzklinik, weil ich eine Vorstufe eines Infarktes hatte. So ähnlich hatte sich das dann entsprechend wieder angefühlt. Ich habe es auch im Alltag gemerkt. Morgens beim Anziehen, wenn du dann auf einmal dann da sitzt und dreimal überlegst, wie du denn die Strümpfe über die Füße bekommen sollst. Oder wenn du unterwegs bist und in einem kleinen, viel zu kleinen WC drinne bist und dort auf einmal merkst, ups, hier drinne kann ich mich nicht wirklich mehr umdrehen. Das sind noch die kleineren Probleme, die man hat. Dann kommen natürlich auch die Gründe, die von außen sind. Du kommst in den Raum, Leute gucken dich an und tuscheln hinter deinem Rücken über das, was du an Kilos zu viel hast. Das sind allerdings extrinsische Gründe, die bringen auf Dauer eigentlich nicht wirklich was. Weil wenn du
die Umgebung wechselst und dann auf einmal ein Umfeld hast, was mit mehr Verständnis reagiert, dann ist es halt entsprechend so, dass diese Gründe wegfallen und man auch die Motivation sehr schnell verliert. Also, was war entsprechend bei mir halt die Motivation? Ich hatte ernsthaft Angst, dass ich wieder ins Krankenhaus muss. Ich hatte Angst davor, dass da irgendwelche Probleme sind mit meinem Herz, die wieder dafür sorgen, dass ich wieder bei Adam und Eva anfangen muss oder noch schlimmer, dass ich wirklich einen Infarkt erleide, dass ich einen Schlaganfall bekomme und danach mein Leben nicht mehr so leben kann, wie ich es gewohnt bin. Schon jetzt mit den vielen Kilos, die ich drauf habe, ist dieses extrem grenzwertig. Man muss ja einfach der Realität ins Auge schauen. Es ist nicht wirklich gut, wenn man irgendwo eine Treppe hochgeht und danach ist man eine ganze Zeit am Rumjapsen, weil man sich dermaßen verausgabt hat von den paar Stufen, dass man fast nicht mehr kann. Diejenigen, die sagen, sie kommen mit ihrem Übergewicht klar, sie finden es toll, dass sie entsprechend ein Gewicht aufgebaut haben und fühlen sich wirklich wohl damit. Tut mir leid, ich kann denen nicht glauben. Denn mit 40, 50, 60, 70, 80 Kilo zu viel fühlt man sich nicht mehr gut. Das geht auf die Pumpe. Im schlimmsten Fall erzählt einem der Arzt dann irgendwas davon, wenn der nächste Bluttest annimmt, dass man schleichende Anzeichen von Diabetes hat. Und dann ist wirklich Schluss mit lustig. Nein, man muss hierbei tief in sich hineinhören und dann sagen, so wie es bisher lief, kann es nicht weitergehen. Es ist aber auch leider so, dass irgendwo der Leidensdruck bei uns Menschen nicht überall gleich ist. Wenn ich in einigen Foren reinsehe, dann kommen dort oftmals Leute herein, ich muss eben mal schnell 10 Kilo abnehmen. Da muss ich die Gegenfrage stellen, wie schnell sind die 10 Kilo draufgekommen? Der schnellste Weg, um 10 Kilo abzunehmen, ist, wir empfehlen einfach mal einen Arm. Mag sarkastisch klingen, aber es ist so. Wenn ich jemanden nehme, der in den Proportionen irgendwo ab der 150-Plus-Skala ist, der hat nicht von gestern auf heute diese 50, 60, 70, 80, 90 Kilo zu viel auf die Waage gebracht. Diese wurden sich im wahrsten Sinne des Wortes über Jahre angefressen. Wenn man nun entsprechend abnehmen will und man will sich besser fühlen, man möchte sich etwas für seine Gesundheit tun, dann ist das etwas, was tief aus seinem Inneren kommt. Man geht mit deutlich mehr Elan und langlebiger Ausdauer an der Sache heran, als wenn irgendein Einfluss von draußen kommt. Deswegen halte ich auch nichts davon, wenn Ärzte daherkommen und, wie ich es an einigen Stellen schon mitbekommen habe, ihre Hüftoperation kann ich nur machen, wenn sie mindestens 20 Kilo abgenommen haben. Und das bitte bis da und dahin. Und dann wird irgendeine Frist im Raum geschmissen, die eigentlich nur mit stärkstem Abhungern erfüllt werden kann. Nein, liebe Ärzte und auch liebe Abnehmwilligen, das kann so nicht der Weg sein. Es gibt Wege und Mittel und Ziele, wie man es schafft, wieder alles auf Kurs zu bekommen. Da muss man aber auch den kompletten Körper und vor allen Dingen sein Selbst mitnehmen. Wenn ich eine Ernährungsänderung mache, dann gehen sehr viele daher und sagen dann, ich krempele komplett alles um. Es wird nur noch die Hälfte gegessen, es wird nur noch Gemüse gegessen, auch wenn ich es eigentlich nicht mag. Es wird nur noch Wasser getrunken. Das war's dann. Wie lange will derjenige es durchhalten? Wenn man nicht irgendwo zwischendurch mal eine Ausnahme zulässt,
dann holt der Körper sich von alleine die Ausnahme. Und das Schlimme ist, er holt sie sich nicht nur einmal. Er holt sie sich immer wieder, bis sie wieder zur Gewohnheit geworden ist. Das bringt einen letzten Endes gar nichts. Deswegen habe ich für mich es so eingeführt, dass es gewisse Tage gibt, wo ich halt ganz normal esse. Denn einzige Obergrenze, die ich gestellt habe, ist, dass es das normale Essen halt in einen gewissen Rahmen gibt. Sprich, ich will an dem Tag nur so und so viel Kalorien zu mir nehmen. Aber ansonsten ist an dem Tag alles erlaubt, was mir schmeckt. Das hat für mich den Vorteil, dass es nicht zu Heißhungerphasen kommt. Weil diese Phasen, die macht man sich oftmals selber. Indem man sich im Prinzip das verweigert, was man die ganze Zeit haben möchte. Wenn ich meinen Doc Pape nehme, der ja dieses Schlank im Schlaf erfunden hat, könnte ich Abnehmen auch bei McDonald's machen. Gut. Für tolle Küche ist McDonald's nun nicht wirklich bekannt. Und ich glaube auch nicht, dass ich dort wirklich abnehmen wollen würde. Aber es zeigt letzten Endes das, wie Abnehmen funktioniert. Oben muss weniger rein, als der ganze Körper verbrauchen tut. Das ist die einfache Regel, die man sich irgendwo bewusst sein muss. Und man muss sich auch bewusst sein, dass man einen langen Atem braucht, bis man Verhaltensänderungen irgendwo in seinen Körper implementiert. Der Körper wird immer wieder versuchen, aus diesen neuen Gewohnheiten anfangs auszubrechen. Aber wenn ihr es schafft, jahrelang halt euren Weg beizubehalten, wird es euch immer leichter fallen. Es gehört auch dazu, dass man sich gewisse Belohnungen gönnt. Zum Beispiel, dass man einfach sagt, wenn ich wieder unter 130 Kilo wiege, gönne ich mir ein neues Fahrrad. Das ist zwar auch eine Belohnung, die von außen kommt, weil das Fahrrad kommt ja nicht direkt von dir, das wird ja nicht aus deinem Körper geschnitten, aber das ist ein Prinzip, wo man sich selber für das Gute, was man sich getan hat, noch was Gutes gönnt. Und das Positive ist, ein Fahrrad bringt einen noch mehr an Bewegungen heran. Welche Möglichkeiten gibt es, für sich noch mehr Motivation herauszuziehen? Man sollte sich seinen Zielen klar werden. Ein Ziel ist wirklich sowas wie ein Motivationsbooster. Viele lachen, wenn ich mein Motto offen mit mir rumtrage. Ich habe mittlerweile auch Shirts, wo es ganz offen draufsteht. Dieses Ich bin schlank, man sieht es nur noch nicht. Nein, dieses ist eigentlich kein Motto, das ist eine Einstellung. Ich sehe mich nicht als der Fettsack, der ich momentan bin. Das, was ich sehe, ist derjenige, der wieder irgendwann um die 100 Kilo wiegen wird, der irgendwann es auch wieder schafft, sich einfach so seine Laufschuhe anzuziehen und zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal ein Stündchen laufen. Das ist für mich wirklich eine Antriebsfeder, weil es ist für mich der Weg zurück ins Leben. Diese vielen Kilos, die ich mit mir rumschleppe, die hindern mich eigentlich nur daran zu leben. Dinge, die für andere in Minuten erledigt sind, da brauche ich manchmal Stunden. Wenn ich alleine schon an die Aktion denke, wo ich bei mir jetzt angefangen habe, nach Jahren, wo man ein bisschen verunglückt angefangen hatte, meine Küche zu renovieren, die Arbeit so jetzt mehr oder weniger selbst fertigzustellen. Ich sage es mal so, das, was ich da in einigen Wochen gemacht habe, hätten wahrscheinlich andere in wenigen Tagen gemacht. Allerdings ist es auch so, ich habe das meiste selbst gemacht und es macht mich auch stolz. Stolz schon deswegen, weil mir immer nachgesagt worden ist, du hast handwerklich überhaupt nichts drauf. Selbst mein Vater, ich glaube, er hat es mir damals ziemlich übel genommen, dass ich einen Schreibtischjob ergriffen habe. Der hat immer gesagt, du hast zwei linke Hände. Tja, bei mir hat es nicht mal zu den
einfach einen linken Händen gereicht. Bei mir war es einfach doppelt links. Sprich, wenn ich einen Hammer in die Hand genommen habe, dann habe ich nicht nur auf den Finger draufgehauen, sondern der Rückstoß hat ihn wahrscheinlich dann gleich ins Auge befördert. Also handwerklich, das war nie meine Welt gewesen. Ja, mittlerweile habe ich so einige Sachen doch gelernt, selbst zu machen. Ich musste mir dann irgendwie so nach und nach halt selber beibringen. Ja, und es erfüllt mich durchaus auch mit Stolz, dass dort in der Küche mittlerweile die vorgesehenen Regale und die Arbeitsfläche vorhanden ist, die ich immer haben wollte, dass dort meine Geräte stehen und ich im Prinzip in der Lage bin, mir das, was ich zum Essen haben will, jederzeit vorzubereiten. Und entsprechend auch mit Essen von zu Hause in Zukunft an die Arbeit gehen kann. Irgendwo macht sich da in mir was breit, wo ich dann sage, das habe ich geschafft. Das andere, wie gesagt, das deutlich schneller hinbekommen hatte, ist scheißegal. Ich habe einen Weg angefangen, ich habe ihn beschritten, ich habe ihn beendet und ernte jetzt die Früchte von diesem Weg. Kleine Ziele können sehr motivierend sein. Man muss sich einfach nur gewisse Zwischenepisoden stecken. Für mich ist es zum Beispiel momentan sehr motivierend, dass ich regelmäßig wieder zum Walken gehe. Die Tatsache, dass ich meine Trainerin wiedergefunden habe. Gut. Ich bin mir nicht sicher, dass jetzt beim Trainingstermin, den ich bei ihr in Kürze haben werde, gleich irgendwo eine Lösung rausbekommt, wie man eine vernünftige Planung hinbekommt. Dafür habe ich zu viele gesundheitliche Defizite. Aber auch da bin ich mittlerweile dran, diese eines nach dem anderen anzugehen. Und das ist genau das, was mir bei vielen Leidensgenossen leider fehlt. Und das ist auch das, wo ich dann sage, der Leidensdruck ist hier an dieser Stelle wahrscheinlich noch nicht groß genug. Ich hatte neulich eine Diskussion, da ging es darum, um das Thema Schlaf. Da gibt es dann entsprechend so Oberbereiche mit Eulen, also Leute, die tagsüber viel schlafen wollen und können, müssen und sollen. Und halt die anderen, die früh morgens schon aufstehen, wach sind, mit Elan den Tag anfassen können. Ja, klar, sowas gibt es. Natürlich kann das auch hormonelle Probleme auslösen. Aber trotzdem, das darf nicht die Ausrede sein, dass man sich komplett hängen lässt. Für die meisten gesundheitlichen Probleme gibt es irgendwelche Hilfen, Lösungen. Es mag sein, dass die Probleme dann nicht ganz weg sind, aber das Befinden kann sich durchaus verbessern. Und selbst wenn es dazu führt, dass man es mit dem Abnehmen schwieriger hat, ist es kein Grund, es nicht zu probieren. Denn letzten Endes ist es eigentlich fast unerheblich, ob ich mit Schwierigkeiten nur ein paar Kilo erstmal abnehme. Ich entlaste so den Körper. Es bringt mir Vorteile in allen Bereichen. Vielleicht hilft es auch dazu, ein bisschen beizutragen, dass die Probleme, die man sonst hat, zum Beispiel zu hoher Blutdruck, zum Beispiel Diabetes, zum Beispiel irgendwelche Gelenkprobleme, dadurch besser werden, dass man eben nur schon mal diese paar wenigen Kilos weniger wiegt. Nun ist es auch so, dass man sehr viel mit Motivation im Thema Übergewicht reingeht. Ich muss hierzu mal etwas weiter ausholen. Das, was ich in meinem Blog und auch hier im Podcast berichte, ist eher darauf gemünzt, auf Menschen, die aus dem super XXL-Bereich kommen. Ich rede nicht davon, von Leuten, die vielleicht 5 Kilo vom Normalgewicht entfernt sind und ihre letzten Fettpölsterchen wegbekommen wollen. Das ist auch eine ehrenwerte Sache, ohne Frage. Nur ist es einfach so, wer aus einem Bereich kommt mit, lassen wir es eben mal 70, 80 Kilo zu viel zu sein, der wird in der Anfangszeit, wenn er erfolgreich abnehmen kann, deutlich mehr an Kilos verlieren,
als wie jemand, der in der Nähe von seinem Normalgewichtsbereich ist. Das ist einfach erstmal so. Am Anfang sind es in erster Linie Wassereinlagerungen. Später ist es dann auch so, dass mit mehr Bewegung entsprechend Muskelmasse aufgebaut wird und diese Muskelmasse dann deutlich mehr und schneller verbrennt, als wie bei jemandem, wo das Ganze schon geschehen ist. Ja, das mag für den Einzelnen deprimierend sein, dass er es entsprechend dann halt schwieriger hat. Aber für jeden zählt letzten Endes nur, wie er so in Richtung seines Zieles kommt. Wie finde ich jetzt eigentlich mein Ziel? Tja, das ist eine Frage für sich. Man muss sich hierbei vorstellen, wie soll eigentlich mein Leben aussehen? Nimm dir die Zeit, diese Fragen zu beantworten. Der ein oder andere wird das auch nicht schaffen, von heute auf morgen hier eine Antwort drauf zu finden. Leite aus diesen Antworten eine Vision ab. Welche Werte sind dir wichtig? Und wenn du die Probleme hast, diese Fragen zu beantworten, dann ist es vielleicht sinnvoll, sich die Gedanken dazu aufzuschreiben. Wichtig ist es, eine gewisse Art von Selbstreflexion zu erreichen. Denn letzten Endes, ich hatte es schon mal angedeutet, ist es so, dass einer der ersten Schritte ist, dass man aufhören sollte, sich selbst zu belügen. Nein, dick sein macht keinen Spaß. Nein, die Kalorien, die sind einem nicht einfach im Mund geflogen. Man hat sie wirklich gegessen. Das ist schon mal ein guter Anfang, dass man mit sich selbst ins Reine kommt, dass man mit sich selber auf die Spur bekommt. Und was auch halt wichtig ist, wenn man einen Plan macht und diesen Plan visualisiert, dass man konkrete Ziele hat. Dem einen oder anderen kann es helfen, dass er zum Beispiel von irgendeinem Model sich ein Bild an die Wand hängt und sagt, so möchte ich irgendwann mal aussehen. Wobei, bitte nehmt das nicht ganz so streng. Das kann sonst sehr schnell im anderen Extrem landen. Weil ich möchte nicht wissen, wie viele Models Probleme im negativen Bereich mit der Ernährung haben. Deswegen, ein wichtiger Punkt ist es auch, auf seine Bedürfnisse zu achten. Vernachlässigt man seine Grundbedürfnisse, macht man sich selber anfällig für Stress oder darauf, dass der Körper rebelliert. Dementsprechend ist es wichtig, für sich entsprechend die Mitte zu finden. Das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an. Aber was ich damit meine ist, dass man dafür sorgt, dass man ausreichend Schlaf findet. Dass man über den Tag verteilt ausreichend trinkt. Weil das Problem ist, bist du ausreichend hydriert, dann kann man klarer denken. Auch Pausen sind extrem wichtig, um am Ball zu bleiben. Es nutzt dir nichts, dass du Tag für Tag anfängst auf einmal zu trainieren wie ein Weltmeister und lässt überhaupt gar keine Pausen. Wie sagte mal jemand zu mir, Muskeln wachsen in den Trainingspausen. Ja, das kann ich mittlerweile bejahen, weil ich sag mal so, mit dem Alter wird man auch weiser und da muss ich auch für mich sagen, ob ich es nochmal so machen würde, wie ich es vor 10 Jahren gemacht habe, wo ich wirklich über lange Zeit tagtäglich trainiert habe, teilweise täglich Doppeltrainingseinheiten gemacht habe, weiß ich nicht. Ich habe mittlerweile für mich gelernt, dass ich besser damit klarkomme, wenn ich ab und zu auch einfach mal eine Pause dazwischen einfüge. Pause heißt nicht unbedingt, dass ich nichts tue. Ich habe hier bei mir im Haus genug zu tun. Es sind noch viele Sachen, die entsorgt werden müssen. Es sind noch viele Sachen, die ich umbauen und aufräumen muss. Auch das ist eine gewisse Beschäftigung und körperliche Betätigung, die halt einen in Anspruch nimmt. Aber es ist eine andere Form als
dass man ständig mit irgendwo mit Training drauf will. Es gehört auch mal dazu, dass man wirklich mal einen Tag komplett Pause macht. Einfach mal gar nichts machen, abschalten und einfach mal zum Beispiel rausgehen, einen kleinen Spaziergang und die Natur genießen. Das sind Möglichkeiten, die man da entsprechend hat, wo man dafür Sorgen tut, dass man weiter am Ball bleibt, dass man genug Energie hat, seine Ziele weiter zu verfolgen. Was helfen kann, ist, dass man entsprechend auch sich gewisse Routinen angewöhnt. Zum Beispiel als Morgenroutine aufstehen, erstmal sein Bett machen, dann eventuell ein bisschen Bewegung einfügen. Der eine macht das vielleicht mit Yoga, der andere geht vielleicht einfach vor die Tür und tut so 10, 20 Minuten schnelles Gehen halt benutzen. Dann seinen Kaffee kochen, duschen, in Ruhe frühstücken und dann so langsam auf das vorbereiten, was der Tag so bringt. Abends umgekehrt kann man auch sich seine Routinen kreieren, um besser in den Schlaf zu kommen. Zum Beispiel entsprechend die Zähne zu putzen, nochmal sich ein Glas Wasser bereitzustellen für die Nacht, nochmal ein bisschen was zu lesen oder einfach über den Tag zu reflektieren, was man so gemacht hat. Es sorgt dafür, dass man entsprechend runterkommt und leichter einschläft. Wichtig ist, wenn man etwas macht, dass man Verantwortung übernimmt. Steh für das ein, was du tust. Sei selbstbewusst. Natürlich ist es klar, dass du als maximal korpulenter Mensch, um nicht einfach zu sagen fettes Schwein, es schwerer hast, als wie andere Sport zu treiben. Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Für den Anfang kann es zum Beispiel sein, für dich als Bewegungslegastheniker, dass es reicht, dass du vielleicht am Tag 20, 30 Minuten erstmal spazieren gehst, um überhaupt wieder in die Bewegung hineinzufinden. Aber lege nicht die Hände in den Schoß und sage, ich kann doch eh noch nicht. Das, was du nicht ausprobiert hast, da kannst du nicht sagen, das kann ich nicht. Ich habe mir auch lange einen Berg davor gemacht, alleine wieder zu trainieren. Schon aus den bekannten Gründen, dass ich gemerkt habe, dass mein Herz nicht ganz rund lief, dass mein Asthma mir Probleme macht, dass mein Gewicht auch auf den Rücken geschlagen hat. Selbstverständlich ist das entsprechend nicht einfach. Nur mittlerweile habe ich für mich herausgefunden, dass ich es trotzdem schaffe, immer wieder mal meine Runden zu gehen. Natürlich gibt es zwischendurch auch Tage, so wie es heute zum Beispiel war, dass der Rücken zu extrem zugeschlagen hat und ich es heute Morgen nicht geschafft habe, meine Runde zu gehen. Trotzdem, Bewegung hat es in anderen Formen dann auch gegeben. Nachdem sich die Blockade im Rücken so ein bisschen gelöst hat, habe ich dann halt hier entsprechend zu Hause angefangen, Hausarbeiten zu erledigen. Es ist nicht unbedingt Sport, aber auch Bewegung immerhin. Wichtig ist, nach vorne zu schauen, nicht stehen zu bleiben. Man muss halt entsprechend sehen, dass man eine Motivation hat. Eine Motivation, die einen immer weiter nach vorne treibt. Meine Motivation sagt mir auch, dass die Tabletten, die mir mein Arzt verordnet hat, dass ich die nicht für immer nehmen werde. Was als erstes wahrscheinlich wegfallen wird, ist die Diabetes-Tablette. Weil ich einfach nicht mehr so viel Zucker in mein Leben reinlasse. Was irgendwann auch wegfallen wird, das sind die Blutdrucktabletten. Weil mein Gewicht erwartungsgemäß nach unten geht. Und mit dem weniger Gewicht braucht der Körper auch weniger zu pumpen. Ich werde mit der Zeit auch immer fitter. Das merke ich jetzt in kleinen Maßen schon. Weil am Anfang, da habe ich mir wirklich Probleme gemacht, als ich an den Bruchteilchen meiner ersten Runden gegangen bin. Und war dann irgendwie enttäuscht davon gewesen, dass ich alle paar Meter mich auf eine Bank setzen musste. Mittlerweile ist es so, dass ich diesen Weg nur noch mit ein oder zwei Stops bewältige, ohne dass ich irgendwelche größeren Probleme habe.
Und dabei grinse ich, als wenn mir die Sonne aus dem Allerwertesten herausscheint. Es erfüllt mich einfach mit Stolz, dass das wieder geht. Wenn ich mir überlege, vor wenigen Wochen hatte ich noch Probleme gehabt, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, auszusteigen und einen Brief im Briefkasten zu werfen. Erfreuen sollte man sich dabei auch an kleinen Dingen. Die irgendwo, wenn du irgendwo so Kleinigkeiten erreicht hast, das motiviert ungemein. Wenn du auf die Waage steigst und stellst dann auf einmal fest, es ist schon wieder ein Kilo weniger. Das ist etwas, worüber man sich freuen kann. Wenn du rausgehst und stellst auf einmal fest, es ist gar nicht so schlimm, eine halbe Stunde mal spazieren zu gehen. Das ist etwas, worüber man sich entsprechend freuen sollte. Und es schadet auch nichts, wenn man sich dafür kleine Belohnungen gibt. Ein anderer Punkt ist, man sollte reflektieren. Selbstreflexion nennt man das. Es ist eine wichtige Eigenschaft, um sich bewusst zu werden, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man seine Ziele erreichen tut. Ich kenne es so, dass viele Leute ein Bewegungstagebuch führen. Dort wird parallel noch mit eingetragen, wie viel man aktuell wiegt, sodass man auch gleich daraus erlesen kann, wie viel habe ich nun erfolgreich abgenommen. Das ist zum einen eine Stütze für einen selber, um einem selbst zu zeigen, man ist in Bewegung geblieben, man ist weiter auf dem Weg geblieben, man ist weiter vorangekommen. Auf der anderen Seite ist es auch natürlich auch so, dass man eine Möglichkeit hat, sich selber zu zeigen, was man in der Lage ist zu leisten. Denn natürlich, es kommen die Tage zwischendurch, wo man sich fragt, was macht das alles für einen Sinn, oder wo man wirklich down ist und entsprechend Hilfe braucht, sich aufzubauen. Aber genau, wenn man sich solche greifbaren Dinge schafft, wie dass man sich aufschreibt, wo, was für Sachen man schon erreicht hat, die können mit dazu beitragen, weiter am Ball zu bleiben. Ich weiß, dass ich mit den vielen Problemen, die ich habe, eher nicht wieder da in der Richtung kommen werde, dass ich wieder zum Wettkampfläufer werde. Und selbst wenn ich wieder Wettkämpfe laufen sollte, werde ich diese nur noch zum Spaß laufen. Einfach nur aus der Freude daran, mit anderen Leuten zum Beispiel irgendwo eine schöne Strecke zu bewältigen. Das wird mir wahrscheinlich mehr Freude bereiten, als darum zu kämpfen, ob ich irgendwo bei 10 Kilometer unter 60 Minuten bleibe. Trotzdem, die ganzen Medaillen und Urkunden, die ich in meiner ersten Phase erreicht habe, sie sind für mich auch eine Motivation. Sie zeigen mir, was ich schon mal geschafft habe. Und sie sagen es mir auch, dass ich es wieder schaffen kann. Wenn ich sagen würde, es ist aussichtslos, verloren, du hast wieder die ganzen Kilos drauf, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht erst anfangen und würde sagen, ich gehe diese Reise noch einmal. Ich gehe diese Reise noch einmal, weil ich weiß, dass ich es kann, wieder dahin zu kommen, wo ich hergekommen bin. Ich habe gerade sowas angesprochen wie ein Trainingstagebuch. Vielleicht kann es auch dem einen oder anderen helfen, allgemein ein Tagebuch zu führen. Aufzuschreiben, wie fühle ich mich? Oder einfach die positiven Dinge dort einzutragen. Weil der Mensch ist leider so ein bisschen schlicht gestrickt. Negative Dinge bleiben uns leider oftmals viel leichter in Erinnerung als wie die positiven Dinge. Und da ist es gut, irgendwo etwas zu haben, was einen wieder daran erinnert und in die Spur zurückholt, was man Positives schon erlebt und geschafft hat. Willst du mehr Sport machen? Dann gibt es auch die diverse Sachen, die einem helfen können. Gute Musik hilft enorm, um sich zu motivieren. Manchmal hilft es einem auch dazu, ab und zu mal über seine Grenzen hinauszugehen.
Ihr werdet lachen. Ich habe verschiedene Playlists. Es gibt da eine, wo ich so allgemeine Musik habe, die ich immer gerne höre. Wenn ich diese Musik höre, ihr kennt doch noch von früher den Duracell-Hasen, der immer schön brav applaudiert hat die ganze Zeit, dank Duracell, den Batterien. So ungefähr bin ich, wenn ich diese Musik höre. Ich kann dann gehen und gehen und gehen und gehen ohne Ende. Ja, und dann gibt es dann halt noch entsprechend die Musik, die entsprechend richtig auf Power ausgelegt ist. Da ist das dann, da kann ich dann richtig reintreten, als wenn es dann nichts wäre. Als wenn man da irgendwo einen Zweitmotor dazu geschaltet hat und dann entsprechend auf Vollgas gehen kann. Und dann habe ich noch eine Playlist, da geht es schon ein bisschen ruhiger zu. Die nehme ich meistens dazu, wenn ich entsprechend ein bisschen unruhig bin und das Gefühl habe, nicht ganz rund zu laufen, um erstmal herunterzukommen. Weil das ist eines der Probleme, was man immer wieder hat, dass sobald irgendwo irgendwelche Berge sich aufstellen, dass man diese so lange rausstilisiert und hochpusht, bis sie einen unüberwindbar erscheinen. Und so schaffe ich es, wieder ein gewissen Grundpegel reinzubekommen, um dann wieder klarer denken zu können. Früher hatte ich es in dem Fall einfacher gehabt. Da habe ich noch nicht so viele Kilos auf dem Rücken gehabt. Wenn bei mir das Problem war, dass irgendwo was unrund war, da habe ich mir meine Laufschuhe angezogen und bin eine Stunde laufen gegangen. Meistens ging es mir danach besser. Das ist mit ein Grund, warum ich auch wieder dahin zurück möchte. Weil mir das Laufen immer sehr viel gegeben hat. Es hat mir mehr gegeben, als wie ich dafür einsetzen musste, weil Laufen, ich konnte es einfach irgendwie. Ich bin zwar nicht schnell, aber ich war in der Lage, lange Distanzen zu überwinden. Klar, musste ich dafür entsprechend auch erstmal was aufwenden, dass ich dahin gekommen bin. Aber als ich es dann geschafft habe, fiel es mir relativ einfach. Und es war auch sehr viel, was mir dann einfach fiel, dass es mir den Ausgleich gegeben hat, mir sehr viel zurückgegeben hat. Und deswegen ist das für mich schon ein Ziel, wo ich gerne wieder hin möchte. Wenn man mehr Sport machen will, dokumentiere den Sport. Du siehst deine Fortschritte. Du siehst entsprechend dann, wie du vorankommst. Es kann auch helfen, regelmäßige Termine für sich zu machen. Weil nichts ist ein höheres Gift, als wenn man sagt, ich mache heute mal ein bisschen Sport, ich mache morgen mal ein bisschen Sport und übermorgen mache ich Pause. In der Regel endet das so, dass dann darauf der Tag wieder Pause und wieder Pause ist, bis die Pause wieder zur Regel geworden ist. Dem einen oder anderen kann es auch helfen, mit einem Trainingspartner zu trainieren. Dass man entsprechend dann die Motivation da ist, ich kann jetzt nicht kneifen, weil mein Partner geht auch zum Training. Allerdings, man sollte auch aufpassen, einige Fallstricke zu vermeiden. Weil manchmal verflüchtigt sich die Motivation so schnell, wie sie gekommen sind. Geh niemals da raus und versuche, das Ganze für Anerkennung oder irgendwelche materiellen Dinge wie Geld zu machen. Weil das kann auch seinen Anreiz, seine Motivation verlieren. Das Umfeld, wo ihr seid, das kann sich jederzeit ändern. Sprich, die Leute, die euch für euer Dicksein anmachen, ihr kennt es selbst, man versucht sich nur mit den Leuten zu umgeben, die einem wohlgesonnen sind. Das sind aber nicht immer die Leute, die für einen gesund sind. Jemand, wo man entsprechend Hilfe ist, der sagt einem auch mal, wo was nicht in Ordnung ist. Das mag nicht immer das sein, was wir hören wollen. Ist aber weiterbringender, als wenn wir dann auf einmal dann dastehen und haben dann unser ganzes Umfeld so weit umsortiert, dass wir nur noch welche um uns herum haben, die sagen, ist doch gar nicht so schlimm dein Problem.
dann kommst du niemals vorwärts. Das nächste ist, wenn du keine klare Zielsetzung hast. Irgendwo wird dann die Motivation verschwinden und verloren gehen, überhaupt weiterzuarbeiten, weil du weißt nicht wofür. Deswegen ist es wichtig, sich immer wieder Zeit zu nehmen, zu reflektieren, die Werte und die Ziele auf den aktuellsten Stand zu bringen, um motiviert zu bleiben. Stellt sich Zeit irgendwo heraus, dass du viel Zeit in etwas investiert hast, hinter dem du eigentlich gar nicht stehst, ist die Motivation sehr schnell auch ganz unten und du hörst damit auf. Und das nächste, was entsprechend wichtig ist, sei ehrlich mit dir. Es ist, wenn du deine Motivation und Erfolge immer wieder schön redest und die Misserfolge auf andere Leute schiebst, ist dir überhaupt nicht mitgeholfen. Über kurz oder lang muss man sich der Realität stellen und die wird dir meistens eines Ganzen bewusst, wenn diese extrem von deinen Vorstellungen abweicht. Und das kann sehr demotivierend sein. Deswegen sei ehrlich zu dir. Steh zu dir selbst. Auch dann, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen sollte. Gerade wenn es das Thema Abnehmen betrifft. Man muss sich hier immer eins bewusst sein. Abnehmen ist wie ein Marathon. Ein Marathon, der nie enden will. Ich habe es an anderer Stelle schon gesagt und geschrieben, dass der Grundfehler ist, wer Gewicht verlieren will, sind Diäten. Diäten, das ist irgendwo was, was kurzfristig halt für Kilo für Verluste befolgt. Derjenige, der ernsthaft Kilos verlieren will, muss sich langfristig umstellen. Und er muss sich entsprechend auch bewusst sein, dass er immer und immer und immer weiter an sich arbeiten muss. Und er muss sich auch bewusst sein, dass irgendwo dazwischen immer wieder Schwachstellen sein werden. Und er muss sich auch in dem Fall dann klar werden, dass es dann wieder Zeit ist, wieder richtig anzupacken und wieder richtig sein Ziel entgegenzuarbeiten. Ich habe für mich wieder in meine Spur gefunden. Bisher habe ich noch nicht sehr viel darüber gesprochen, aus welchen Gewichtsklassen ich wieder angefangen habe. Ja, es war dramatisch schlimmer als wie vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, da habe ich von 170 Kilo auf deutlich unter 100 Kilo abgenommen. Ja, die letzten 3 Jahre haben leider bewirkt, dass ich hart an der 200er-Grenze war. Es waren sehr viele Sachen, die damit reingespielt haben. Das eine war gewesen, dass es gesundheitlich immer weiter bergab ging. Zu einem Problem kam das nächste Problem dazu, dann noch ein Problem. Und irgendwann war dieser Berg an Problemen so groß, dass er eigentlich einem unüberwindbar erschien. Dazu noch das Problem zu Hause mit meiner schwerbehinderten Mutter. Ich musste irgendwie funktionieren. Nur irgendwo bin ich dann auch körperlich an meiner Grenze gegangen und habe trotzdem immer irgendwie weiter funktioniert und habe mich selbst dabei ignoriert. Sowas hätte nicht passieren sollen, es hätte auch nicht passieren dürfen. Aber letzten Endes, es hat für mich ein Positives. Ich bin damit zum Klaren gekommen, nachdem meine Mutter tot war, dass es so nicht mehr weitergeht. Ich habe die Reißleine gezogen, ich habe wieder angefangen, mich zu bewegen. Klar, ich habe mich in einige Irrgassen verlaufen, weil man muss ganz ehrlich sein, so etwas wie einfach zu sagen, ich gehe mit 180 Kilo in einen Kurs und mache dort entsprechend Gymnastik, wird in der Regel nicht funktionieren. Entweder du bist nach 5 Minuten am Japsen und kannst nicht mehr, und wenn es das nicht ist, bringen dich eventuell deine Gelenke um, oder teilweise du schaffst es noch nicht mal, einen Teil der Übungen hinzubekommen, weil du entweder nicht auf den Fußboden kommst, geschweige denn, solltest du wirklich unten angekommen sein, hinterher nicht wieder hochkommst.
dann ist es aber immer noch an der Zeit zu sagen, ich suche mir meinen Weg, wie ich aus diesem Loch wieder herauskomme. Und da bin ich mittlerweile auf den Punkt angegangen, wo ich dann sagen muss, jede Bewegung zählt. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich Bewegung zu verschaffen. Das kann zum Beispiel sein, dass man entsprechend einen Spaziergang macht, wie ich es schon angedeutet habe. Oder dass man sich ein paar Walkingstöcke zulegt und dann zumindest versucht, zwei oder besser dreimal die Woche eine bestimmte Strecke zurückzulegen. Oder es kann auch sein, dass wenn man merkt, dass man wieder entsprechend fitter ist, dass man einfach sagt, ich lasse meinen Alltag stehen, mein Auto stehen und tue die Bewegung wieder im Alltag einflechten. Diese berühmten 10.000 Schritte am Tag, das ist so eine Zahl, die immer so im Raum schwebt, die man optimalerweise sich am Tag bewegen sollte. Ja, es geht schon mal in die richtige Richtung, mehr Bewegung, ja. Aber es müssen nicht für den Anfang gleich unbedingt die 10.000 Schritte sein. Wenn ihr die ganze Zeit einen auf Bewegungslegasthenie gemacht habt, dann werdet ihr diese nicht ad hoc sofort innerhalb von kürzester Zeit schaffen. Setzt euch jetzt auch entsprechende Ziele. Wenn ihr vorher ein paar nicht über 1.000 Schritte gekommen seid, dann sagt euch halt, ich möchte es schaffen, in nächster Zeit erstmal 2.500 Schritte mindestens am Tag zu machen. Schaffe ich diese Zahl regelmäßig, kann ich darauf aufbauen und sage, jetzt schaffe ich die 2.500 Schritte am Tag regelmäßig, ich möchte jetzt 4.000 Schritte regelmäßig schaffen. Und so tastet man sich langsam an diese 10.000 Schritte heran. Für jemanden, der da gesessen hat und die ganze Zeit gesagt hat, ich bewege mich überhaupt nicht, meine Bewegung ist es, von der Couch zum Kühlschrank zu gehen, gegebenenfalls noch auf dem Klo, und das war's dann, der wird nicht von heute auf morgen 10.000 Schritte machen. So baue ich eigentlich alles so nach und nach auf. Ich habe jetzt zum Beispiel auch meine Küche wieder im Griff. Damit fallen für mich morgens so ein paar Wege, die ich immer mit dem Auto gemacht habe, weg. Weil mein Standard war, wo ich an die Arbeit gefahren bin, dass ich meistens noch über einen Supermarkt hergefallen bin und mir irgendwo ein paar Kleinigkeiten geholt habe, damit ich über den Tag komme. Gut, zuletzt habe ich darauf geachtet, dass das von Kalorien her in meinen Plan passte, dass nicht mehr ganz so viel Zucker mit entsprechend drin war, dass die Auswahl gesünder war, sprich es waren dann nicht mehr ganz so viele verarbeitete Sachen, die ich dann da gegessen habe. Das hat halt dazu geführt, dass dann entsprechend dann wirklich dann mal Salat mit einem einfachen Dressing oder entsprechend Obst dann auf den Tisch kam. Jetzt habe ich halt die Möglichkeit, das Ganze bei mir zu Hause vorzubereiten. Das hat eigentlich mehrere positive Effekte. Ich kann zum einen steuern, dass ich wirklich das esse, was ich essen möchte und essen sollte. Dass ich nicht zu viel esse, dass ich ausreichend esse, dass ich mit Geschmack esse. Sprich, dass ich mir Gedanken mache, was möchte ich eigentlich gerne zu mir nehmen. Und dieses entsprechend dann auch so umsetze und plane, dass es für mich passt. Und das andere ist, durch die Wege, die ich mir da einspare, brauche ich morgens das Auto nicht mehr. Sondern ich packe schön brav mein Essen in eine Tasche rein, hänge die mir über die Schulter und gehe den Weg zur Arbeit zu Fuß. Vorteil, der einfache Weg hin, der einfache Weg zurück, sind alleine schon mal fast 4.500 Schritte, die ich mache. Ja, damit ist eigentlich fast das halbe Tagessoll von 10.000 Schritten schon erreicht. Sprich, ich bräuchte einfach nur zu sagen, ich gehe noch mal abends eine Dreiviertelstunde, Stunde spazieren, dann komme ich schon fast in den Bereich der 10.000 Schritte hinein. Und so macht man sich immer leichter, sich immer mehr und immer einfacher zu bewegen. Ich habe gesagt, dass ich deutlich an der 200er Grenze gekratzt habe. Den Bereich habe ich mittlerweile schon lange verlassen. Der letzte Stand, den mein Hausarzt hatte, der lag bei 186,8 Kilo.
Das ist mittlerweile fast 6 Wochen her, dass ich ihm diesen Stand übermittelt habe. Ich werde in wenigen Wochen den nächsten Inspektionstermin bei ihm haben. Ich glaube, ihm wird dann auch bewusst werden, was ich in der Lage bin zu leisten. Denn selbst von diesen 186,8 Kilo bin ich mittlerweile weit entfernt. Ich gehe langsam auf die 175 Kilo zu und sollte eigentlich die, wenn ich den Termin beim Doc habe, deutlichst unterschritten haben. Ich merke es an einigen Werten, was das halt Positives für mich an Auswirkungen hatte. Alleine wenn ich schon mal da gucke in meine Tabelle, in meiner App rein und die rechnet meinen BMI-Wert aus. Dieser war deutlich über 60 gewesen. Vor einigen Wochen habe ich diesen Wert unterschritten und liege jetzt mittlerweile deutlich darunter. Das zeigt mir, dass ich in die richtige Richtung gehe. Weil ich habe es schon beschrieben mit dem Walking. Ich hatte am Anfang Probleme gehabt, überhaupt die Strecke ohne Pausen zu machen. Mittlerweile brauche ich nur noch ein oder zwei Pausen und das auch nur, wenn mein Rücken sagt, jetzt ist es vielleicht besser, wenn du dich mal ein paar Minuten hinsetzt und mir Ruhe gönnst. Aber es ist mittlerweile auch so, dass ich nicht mehr jede erst beliebige Bank an dem Bruchteilchen ansteuere, sondern es gibt einige Bänke, die liegen mal ein bisschen hübscher, manche liegen ein bisschen abseits. Für die Hübscheren muss man halt auch mal eben 100 Meter abseits der Strecke gehen. Und ich bin in der Lage, jederzeit zu sagen, ich möchte aber lieber da sitzen. Und selbst wenn mein Rücken ein bisschen anfängt zu ziehen, weiß ich, es ist Zeit für eine Pause. Ich weiß aber genauso gut, die paar Meter bis zu dem schöneren Sitzplatz, die schaffe ich noch und die schaffe ich locker. Und irgendwann wird es halt entsprechend soweit sein, da brauche ich auf diesen Strecken keine Sitzpausen mehr. Meine Rückenprobleme sind, seit ich wieder angefangen habe, regelmäßig zu trainieren, deutlich besser geworden. Wenn ich mir überlege, was ich für Probleme an der Arbeit hatte, wenn ich bei einem Kollegen mal bei ihm mit auf den Bildschirm gucken musste, hinter diesen zu stehen, 5 Minuten, und ich musste mir eigentlich schon wieder einen Stuhl zum Sitzen suchen. Zuletzt hatten wir eine Besprechung, die hat etwa eine gute Dreiviertelstunde gedauert. Erst gegen Ende dieser Besprechung fing dann der Rücken so langsam an zu mucken. Und ich bin wirklich in guter Hoffnung, dass es irgendwann dazu kommen wird, wenn die Kilos wieder in dem richtigen Bereich wandern, dass der Rücken überhaupt nicht mehr muckt. Ich habe davon gesprochen, dass ich wieder laufen möchte. Natürlich, ich habe Probleme noch mit dem Blutdruck und mit dem Herz, aber die sind im Griff zu bekommen. Ich habe Probleme mit dem Luftholen, mit dem Asthma. Aber auch hier spüre ich, dass je aktiver ich bin, umso besser wird eigentlich mein Befinden. Die Zeiten, wo ich an die Arbeit gegangen bin und erst mal 10 Minuten auf dem Stuhl gehangen habe und mich ausgehustet habe, nur weil ich diese scheiß Treppe da hochgegangen bin, sind seit langem vorbei. Natürlich, ich fühle mich etwas noch ausgepowert, wenn ich diese Treppe hochgegangen bin. Aber es ist nicht mehr so, dass ich mir gleich erstmal die Lunge aus dem Hals kotzen muss, sondern ich kann ganz bequem erstmal nebenbei mir meinen Tee fertig machen, meine Sachen wegräumen und entsprechend mit den Kollegen erstmal gucken, was für den Tag entsprechend anliegt. Ohne dass ich eben sagen muss, dass der Husten mich umbringt und ich erstmal warten muss, bis ich wieder vernünftig zu atmen komme. Das sind Sachen, die eine sehr positive Entwicklung zeigen. Das sind Sachen, die mich antreiben, weiterzumachen. Das ist unter anderem ein großer Punkt meiner Motivation. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen klar machen konnte und zeigen konnte, wie der Weg ist, für sich seine Spur zu finden. Ich sage an dieser Stelle immer eins,
Es gibt kein wirklich richtig falsch. Es gibt auch keinen Idealweg. Der Weg, den ich für mich gefunden habe und der für mich auch derzeit sehr gut mir weiterhilft beim Erreichen der Ziele, passt auf mich. Für euch kann dieses eventuell schon ein anderer Weg sein. Ihr mögt vielleicht Walking nicht. Dann fangt an mit dem Fahrradfahren. Oder macht Aquajogging. Oder legt euch, wenn ihr es könnt, einen Hund zu und geht mit dem regelmäßig Gassi. Auch das trägt dazu bei, dass man in die richtige Richtung kommt. Um zum Ende zu kommen, Motivation, die sollte aus einem innen herauskommen. Wenn natürlich da noch Begleitelemente sind, die einen noch vorantragen oder die einen gewissen Anschubs bringen, dann ist dies in Ordnung. Aber diese Begleitelemente von außen sollten nie im Vordergrund stehen. Ihr braucht eine Vision, die euch langfristig dran hält, entsprechend voranzugehen, weiter an euch zu arbeiten, weiter abzunehmen, weiter Sport zu machen, euch weiter gesund zu ernähren. Ich habe meine Vision gefunden. Das ist dieses eine Bild, was eben zeigt. Ich bin schlank, man sieht es nur noch nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zu meinem nächsten Beitrag. Ich hoffe, es geht dann nicht ganz so viel Zeit bis zu dem nächsten Beitrag. Also viel Spaß und auf gesündere Zeiten. Euer Norbert Beck. Das war unser heutiger Beitrag zum Podcast Ich bin schlank, man sieht es nur noch nicht. Als Titeltrack und Episodenfinale dient der Titel Happy Boy von Kevin MacLeod. Diese und weitere Episoden des Podcasts findet ihr in meinem Blog unter www.norbex.de.